Danke, Marc Steinhäuser. Ja, ist es Schlussspurt vor der Sommerpause oder vielleicht sollte man sagen, ein letzter Kraftakt vor den parlamentarischen Ferien in diesem Jahr? Und ob es tatsächlich so viele Ferien werden oder so viel entspannte Zeit, das kann man im Moment ja noch gar nicht absehen. Heute und morgen jedenfalls hat der Deutsche Bundestag noch mal so ziemlich alles auf der Agenda, was in Deutschland, in Europa und in der Welt gerade wichtig ist oder auch gewesen ist. Ein paar Stichworte habe ich mitgebracht. Schutz vor Covid-19 wird diskutiert, Konsequenzen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr, das Beschaffungswesen der Bundeswehr, der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, der Untersuchungsausschuss und die Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Es geht um das Chaos an den Flughäfen und schon gestern um das Thema Energiesicherheit. Und gleich heute um 9 geht es um das Thema erneuerbare Energien. Und die sind ja in mehrerer Hinsicht wichtig. Auf der einen Seite, was die Energieversorgung bei uns angeht und auf der anderen Seite ein viel weitreichenderes Problem, nochmal zusätzlich die Erderhitzung und die Konsequenzen daraus. 4 Gesetzentwürfe stehen gleich um 9 auf der Tagesordnung. 3 Anträge gibt es dazu und 2 Gäste haben wir zu diesem Thema, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen. Nicht erst seit dieser Legislaturperiode, schon seit geraumer Zeit. Ich freue mich, dass bei uns sind Ingrid Nestle, die Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Andreas Jung ist bei uns, der dieselbe Funktion hat in der Unionsfraktion. Ihnen beiden schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Fangen wir mal mit dem Eingemachten an, Frau Nestle. Wie teuer wird Energie, wenn man von der aktuellen Entwicklung ausgeht? Im Herbst sein. Also schon jetzt kaufen die Unternehmen Gas zum 6-fachen Preis von dem, was sie früher eingekauft haben. Das heißt also alte Verträge, ja, und was sie jetzt am Weltmarkt nachbeschaffen müssen, wenn die alten Verträge auslaufen oder nicht mehr bedient werden von Russland. Mhm. Da bezahlen sie das 6-fache, Tendenz geht sogar weiter nach oben. Das ist im Herbst noch nicht bei den Endkunden angekommen. Ja, das kommt erst langsam zeitversetzt, so bis nächsten Sommer. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger bei den Endkunden an. Aber man kann sich vorstellen, dass die Preissteigerungen dramatisch sind. Das heißt, Herr Jung, heizen, warmes Wasser, Luxusgut? Klar, es droht wirklich eine Notlage. Die Regierung hat ja die Alarmstufe ausgerufen. Wenn man Alarm schlägt, dann muss man auch entsprechend handeln. Mhm. Und deshalb sind wir der Meinung, dass das alles in den Topf muss, um so eine Mangellage abzuwenden. Da wird manches gemacht, aber zu wenig. Es wird zu wenig gemacht bei Einsparungen in öffentlichen Gebäuden, zu wenig Anreize bei Privaten, bei der Wirtschaft. Und deshalb, wir wissen nicht, was kommt, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass eine Notlage droht und deshalb jetzt alles machen. Nehmen wir gleich alles ein klein bisschen auseinander, Frau Nestle. Trotzdem sind im Moment keine weiteren Entlastungen geplant. Hören wir aus der Bundesregierung, hören wir auch aus der Ampelkoalition, warum nicht? Wenn man doch weiß, wie Sie es gerade auch geschildert haben, dass auch die Kosten definitiv steigen werden. Ja, Herr Scholz hat ja mit dem Begriff der konzertierten Aktion letztlich die nächste Debatte schon ausgelöst. Und ja, wir haben noch kein Paket wieder fertig. Ja, aber die Diskussionen darüber, wie vor allem diejenigen, die besonders getroffen werden von diesen Preissteigerungen, wie die entlastet werden können, die läuft schon längst wieder. Mhm. Wir müssen aber auch so ehrlich sein zu sagen, diese Preissteigerungen können wir nicht einfach dauerhaft mit Steuergeld abfangen. Ja, wir haben jetzt schon über 30 Milliarden ausgegeben und die Preissteigerungen, die wir bisher gesehen haben, waren eigentlich ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Sturm, der noch kommt. Das heißt, wir müssen tatsächlich, jetzt wie mein Kollege Jung es auch gesagt hat, wir müssen weniger verbrauchen. Wenn wir weniger verbrauchen, werden die Preise für alle günstiger. Ja, war das letzte LNG-Tankerschiff, das man noch ordert, ist immer das teuerste und setzt den Preis für alle anderen. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich gerade sagen, Herr Jung, dass Sie das Thema Sparen sehr früh auch schon genannt haben, hier in diesem Gespräch. Ansonsten fällt mir das ehrlich gesagt, wenn man Sprecherinnen und Sprecher aus der Unionsfraktion hört, nicht ganz so dolle auf. Also da, ich hatte immer so den Eindruck, da geben Sie eher mit spitzen Fingern dran. Jetzt haben Sie es relativ prominent erwähnt. Wo wollen Sie denn konkret dran und was wollen Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor allem auch mitgeben? Also Eindruck täuscht. Wir fordern seit langem einen Gassparplan. Hier gibt es eine konzertierte Aktion mit gesellschaftlichen Gruppen. Was wir aber brauchen, ist, dass die zusammenkommen, die entscheiden können. Nämlich der Bund, die Länder, kommunale Spitzenverbände und als erstes auf den Weg bringen ein Einsparprogramm für öffentliche Einrichtungen. Das gibt es in Italien seit dem 1. Mai. Seit dem 1. Mai in allen öffentlichen Einrichtungen, Gebäuden in Italien darf nur gekühlt werden auf 27 Grad runter. In Deutschland gibt es im Bundeswirtschaftsministerium nicht mal in der gesamten Bundesregierung, geschweige denn in allen öffentlichen Gebäuden. Von Italien lernen heißt hier sparen lernen. Das ist unsere Erwartung an Olaf Scholz, an Robert Habeck, nicht nur reden, sondern hier jetzt konkret handeln. Bei den Privaten haben wir einen Vorschlag gemacht, Anreize,
zu geben. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagt, durch Heizungsoptimierung, wenn man jetzt die Heizung gezielt optimal einstellt, kann man 10-15% sparen, wird aber noch nicht massenhaft gemacht. Da wollen wir mit einem Gutschein Anreize geben. Und die Regierung selbst hat angekündigt, freiwillige Auktionierung im Bereich der Wirtschaft. Auch 3 Monate nach Beginn dieser Zuspitzung der Krise bleibt es ja bei Ankündigungen. Wir meinen, das muss jetzt konkret werden, das muss jetzt gemacht werden und nicht erst im Herbst, wenn die Mangellage da ist, ist dafür zu spät. Frau Nessle, gerne direkt dazu. Ja, also ich freue mich sehr, dass die Union jetzt dieses Thema Effizienz und Einsparen auch so in den Mittelpunkt stellt, weil tatsächlich ist das ein ganz großer Brocken. Also neben all den LNG-Ordern, ja, wo sich Minister Habeck schon drum gekümmert hat und wir schon viele Gesetze auf den Weg gebracht haben, neben dem Bereich erneuerbare Energien hochfahren, wo wir gleich im Plenum das größte erneuerbare Energienprogramm aller Zeiten verabschieden werden, hoffe ich zumindest sehr, ist dieser Bereich Effizienz einsparen. Damit kann man richtig viel hinbekommen, 10-15-20%, sagen die unterschiedlichen Studien. Und deswegen, ja, arbeiten wir intensiv an dem Thema. Deswegen, ja, ist Minister Habeck sicherlich der am entschiedensten handelt in der Bundesregierung. Deswegen hat er mit ganz vielen Akteuren schon einen großen Plan, ja, und einen großen Appell und eine ganz klare Ansage gemacht. Wir müssen alle sparen. Es ist halt nicht so einfach, das mit Ordnungsrecht zu machen, ja, weil es unheimlich kleinteilig ist. Wir müssen an ganz vielen kleinen Stellen sparen. Das will keiner ordnungsrechtlich kontrollieren, außer vielleicht beim Heizpilz. Mhm. Und deswegen müssen wir da auch gemeinsam kommunizieren. Und ehrlich gesagt, ich habe die Union da noch nicht so unterstützend wahrgenommen in der breiten Öffentlichkeit. Dann darf ich das jetzt noch mal machen. Wir unterstützen das ausdrücklich. Wir haben gefordert, dass der Bundestag vorangeht. Die Präsidentin greift das jetzt auf und tut es. Wir wollen, dass die Bundesregierung, die Bundesliegenschaften, Länder, das Rathaus vor Ort und Schloss Bellevue gemeinsam das Signal geben. Wir sparen, wir gehen voran. Dadurch kommt was in den Topf, entlastet Wirtschaft und Wohnen. Und es ist auch ein Signal, die Lage ist wirklich ernst. Und deshalb müssen wir jetzt tun, was wir jetzt tun können, um uns auf den Winter vorzubereiten. Frage, Frau Nessle, ist nicht ein bisschen auch was Wahres dran, was Herr Jung sagt, wenn er sagt, der Wirtschaftsminister tut zu weniger, als eigentlich nötig wäre, wenn wir jetzt beispielsweise angucken, was die Gasversorger angeht. Irgendwie war Anfang der Woche ja in der Diskussion, wie man mit denen umgeht. Da heißt es, wir müssen die Instrumente nachschärfen, aber man will sie noch nicht einsetzen. Deswegen ist ja die Frage, was kommt? Werden diese angeschlagenen Unternehmen, werden die unterstützt? Oder läuft es darauf hinaus, dass die höheren Preise umgelegt werden auf ja im Grunde alle? Also ich habe noch nie einen Minister erlebt, der so entschlossen, ja, handelt und sich so der Wirklichkeit stellt wie Minister Habeck. Deshalb, ich nehme es nicht so wahr, dass er zu wenig tut. Er tut sehr, sehr viel. Die Frage, wie jetzt angeschlagene Unternehmen, genau, wie man in dieser Situation umgeht, also da geht es ja im Wesentlichen, ich glaube, man kann es so ansprechen, derzeit um das Unternehmen Uniper. Die Zahlen liegen seit letzten Mittwoch, also jetzt nicht gestern, seit einer Woche auf dem Tisch. Wir haben übers Wochenende den Instrumentenkasten geschaffen, ja, den wir brauchen, um mit der Situation umzugehen. Und die Entscheidung, welches Instrument genau zum Einsatz kommt, da muss man schon noch ein paar Tage länger einmal auf die Zahlen gucken, um auch eine kluge Entscheidung und nicht nur eine schnelle Entscheidung zu treffen. Sind wir zu ungeduldig? Sind Sie zu ungeduldig? Naja, wir haben, als das Energiesicherungsgesetz gemacht wurde, darauf hingewiesen, dass dieser § 24, der Preisanpassungsmechanismus, nicht die Antwort ist. Der verschiebt das Problem, aber der löst nicht das Problem. Das war der Grund, warum wir andere Dinge im Energiesicherungsgesetz hätten wir mitgetragen, aber warum wir nicht zugestimmt haben. Diese Erkenntnis hat jetzt auch die Koalition, will ich nicht kritisieren, das ist eine dynamische Lage, wo man auch kurzfristig reagieren muss. Was wir nicht verstehen, ist, dass jetzt ein Bauchladen gemacht wird, unterschiedlicher Möglichkeiten, direkter staatlicher Eingriffsmöglichkeiten einerseits, einer Umlage andererseits und des Verschiebens gestiegener Preise auf alle Endkunden. Da wird jetzt die Regierung breit ermächtigt. Wir meinen, dass wir im Parlament schon wesentliche Entscheidungen treffen müssen und dass deshalb eine parlamentarische Entscheidung ist, ob man so oder so vorgeht, bei aller Flexibilität, die möglich ist. Gleich mal nachgefragt, geht es vielleicht gar nicht ohne Bauchladen, weil man ja einfach ganz viele verschiedene Instrumente jetzt machen muss, ja, oder anwenden muss? Ist schon richtig, dass man, da sind jetzt 3 Dinge im Raum. Das erste ist die Möglichkeit der Regierung, stützend einzugreifen, so wie in der Finanzkrise, so wie in der Corona-Krise. Dass diese Möglichkeit geschaffen wird erstmal, ist richtig. Dass daneben, weil man nicht weiß, wie die Situation ist, kommt man damit weiter, auch eine zweite Möglichkeit geschaffen wird, nämlich gestiegene Preise umzulegen oder weiterzugeben, ist nachvollziehbar. Aber die Regierung selbst sagt, es kann nur das eine oder das andere gemacht werden. So sagen es auch die Ampelfraktionen. Dann meinen wir, muss man sich aber auch für das eine oder das andere entscheiden. Das wird es mit diesem Gesetz nicht gemacht und deshalb bleiben da Fragen.
Wir könnten an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich locker 10 Minuten reden über das, eins meiner Lieblingsworte übrigens, den nennt man aus den vergangenen Wochen, Kraftwerkebereitstellungsgesetz. Also die Frage, mit welcher Energie will man erstmal überbrücken, irgendwie die Lücken, die jetzt ja tatsächlich entstehen. Das überspringen wir jetzt aber mal, weil wir den Debattenverlauf ein bisschen vorhersagen kann und gucken auf das, was hier um 9 Uhr diskutiert wird, nämlich insgesamt sind es, glaube ich, 20 Gesetze und Verordnungen rund um die erneuerbaren Energien, die im Moment überarbeitet worden sind. Ein Weg aus der Energiekrise, unabhängig werden von Kohle, Gas und Ölimporten, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien und jetzt gibt es ein neues Ziel, 80% bis 2030 oder wenn man es mal anders rechnet, Verdoppelung Ökostrom im Vergleich zu 21 und das innerhalb der nächsten Jahre. Verstehen Sie die, die da ein bisschen skeptisch sind? Also ich verstehe diejenigen, die sagen, wow, das ist schnell. Ja, das ist schnell. Nee, bei denen habe ich ja nicht gefragt. Sehr schnell. Ja gut, andere sagen dann, ich glaube einfach nicht dran. Ja, aber die Lage ist ernst. Gerade eben haben Sie mich noch gefragt, handeln Sie nicht zu langsam und zu zögerlich? Ja, wir brauchen diese Geschwindigkeit. Und es ist eine Riesenherausforderung und wir haben sie angenommen. Ja, natürlich kann jetzt keiner vorhersagen, ob das ganz genauso gelingt. Und natürlich kann das auch nicht Minister Habeck und wir im Parlament alleine entscheiden. Natürlich brauchen wir Genehmigungsbehörden vor Ort, Länder, Kommunen, ja, die mitziehen, Leute, die die Projekte machen. Natürlich ist das ein Gemeinschaftsprojekt, aber es steht unheimlich viel auf dem Spiel für unsere Gesellschaft. Und deswegen stellen wir uns dieser Aufgabe und sagen, ja, wir brauchen es. Wir brauchen es und wir wollen es, dieses größte erneuerbare Energienprogramm aller Zeiten. Ihnen reicht das interessanterweise nicht, habe ich gelesen. Naja, wir unterstützen ehrgeizige Ziele, aber wir glauben, wenn man ehrgeizige Ziele hat, dann muss man alle Potenziale mitnehmen. Und wir erleben bei der Ampel, dass es da so eine Klassengesellschaft der Ökoenergien gibt. Da steht sehr Wind und Sonne im Mittelpunkt. Es werden dort auch Potenziale vergeben. Immer noch nicht die klare Botschaft. Steuerfreiheit für das private Photovoltaikdach haben wir gefordert, lehnt die Ampel ab. Und dann werden aber die Potenziale von Geothermie, von Biomasse, der kleinen Wasserkraft, nicht in der Weise, wie es nötig wäre, unterstützt. Bei der kleinen Wasserkraft, unter dem Eindruck unserer Kritik, wird es nachgebessert. Die angekündigten Kürzungen nehmen Sie zurück, das ist richtig. Aber bei der Biomasse, an dem Tag, muss man sich vergegenwärtigen, an dem Tag, wo die Ampel die CO2-intensive Kohlekraft wiederbelebt, wird die Biomasse weiter gedeckelt, wird der Einsatz von Biomethan bei Kraft-Wärme-Kopplung gedrosselt. Es kann doch nicht sein, dass man das CO2-intensive wiederbelebt und die grüne Bioenergie weiter deckelt, die Potenziale nicht nutzt, müssen wir doch gerade in der jetzigen Situation tun. Frau Nestle. Ich greife jetzt vielleicht in der Kürze der Zeit nur einen der Punkte raus. Sie haben gerade gesagt, wir würden ablehnen, dass bis 30 kW die Photovoltaik steuerfrei gestellt ist. Wir haben in unserem Entschließungsantrag klargemacht, dass das Nächste ist, was wir tun. Aber Sie haben auch gerade darauf hingewiesen, wie viele Gesetze und Verordnungen wir gerade gleichzeitig anpacken. Und man muss ein Stück weit portionieren, damit die Arbeit auch gut ist, ja, damit da noch Qualität drin ist. Und deswegen haben wir dieses Steuerrecht nicht auch noch gleichzeitig aufgemacht. Das muss das Finanzministerium vorbereiten. Wir haben es aber schon gemeinsam geeint und vereinbart, dass das kommt. Unsere Zeit ist leider fast schon rum. Eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, ups, schon vorbei die Viertelstunde. Aber abschließend vielleicht noch mal und auch ganz kurz. Wie heizen Sie und welche Maßnahmen haben Sie ergriffen für den Herbst? Also wir haben wohnen in einer Genossenschaft mit sehr, sehr guten Dämmstandards, sodass die Heizkörper eigentlich auch im Winter meistens kalt sind. Tatsächlich. Und Sie, Herr Jung? Wir leben in einer Mietwohnung, haben dort eine Gasheizung, legen schon grundsätzlich Wert darauf, damit sparsam umzugehen und jetzt in der jetzigen Situation noch mehr. Meine Gastherme ist vor 2 Wochen gewartet worden. Ich bin jetzt guter Dinge für den Herbst und hoffe mal, dass die Nachzahlung nicht so dramatisch wird, wie viele vorhergesagt haben. Vielen Dank, Frau Nestle, vielen Dank, Herr Jung, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Die Debatte um 9 wird sicherlich spannend werden und wahrscheinlich auch ein bisschen lebendig, wenn man sich angeguckt hat, wie es gestern schon war in der Aktuellen Stunde zu dem Thema. Vielen Dank Ihnen beiden für heute Morgen. Sie dürfen jetzt auch reingehen.